Es war gleich zu Beginn der Unabhängigkeit, nachdem Mahatma Gandhis Ideen Indien geholfen hatten, sich von einer ausbeuterischen Monarchie zu befreien. Gandhi erreichte dies durch das Prinzip der Gewaltlosigkeit und eine Mobilisierung der Massen. Er glaubte an die kolossalen Kräfte einer vereinten Arbeiterklasse, die zum Sieg über die Tyrannei der herrschenden Klasse verhelfen würden. Er half Indien, den Traum von Swaraj, dem Recht auf Selbstbestimmung zur Besserung des Loses der Nation und ihres Volkes zu verwirklichen. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein schüchternes junges Mädchen aus einer wohlhabenden Gujarati-Familie zutiefst von den Lehren Gandhis beeinflusst. Sie wurde 1933 geboren und war Zeuge der letzten und intensivsten Phase des indischen Unabhängigkeitskampfes. Diese Zeit hinterließ einen tiefen Eindruck an ihrem leicht beeinflussbaren jungen Geist. Es war der Beginn einer Phase, in der das gesellschaftliche Bewusstsein zu erwachen begann, woraus eine Bewegung werden sollte, deren Ziel die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und Ermächtigung der Unterprivilegierten war. Diese entschlossene Frau war keine andere als Ela Bhatt. In jenen Tagen lauschte Ela begeistert Geschichten vom Unabhängigkeitskampf. Ihre ganze Familie, einschließlich ihrer Großeltern und Onkel, waren von den Engländern wegen ihrer Teilnahme am Unabhängigkeitskampf in Haft genommen worden. Ela pflegte sich über die innere Stärke ihrer Tanten und der anderen Frauen zu wundern, die, ohne sich zu beklagen, in Abwesenheit ihrer Männer die Führung der Familie übernahmen. Ela war vom großen Engagement ihrer Familie für ihr Land zutiefst beeindruckt. Als Kind pflegte sie Bücher über indische Helden zu lesen und davon zu träumen, für die Unabhängigkeit ihres Landes zu kämpfen. Ela wollte in den Fußstapfen ihres Vaters folgen und Jura studieren, um den Armen in ihrem Kampf zu helfen. Ihr Vater aber war gar nicht davon begeistert, als sie ihre Ausbildung fortsetzen wollte. Ich glaube nicht, dass mein Vater große Pläne für meine Bildung geschmiedet hatte. Meine Mutter dagegen war eine ziemlich starke Frau. Sie bestand darauf, dass ich später Jura studieren sollte. Gleich zu Beginn ihrer Studienzeit war Ela daran interessiert, sich am Aufbau einer neuen Nation zu beteiligen. Sollte sich Indien aber nun darauf konzentrieren, Fabriken zu bauen oder seine ganze Aufmerksamkeit der verarmten ländlichen Bevölkerung schenken und ihr helfen, sich berufliche Fertigkeiten anzueignen? Gandhi glaubte, dass das Herz Indiens in seinen Dörfern schlug. Dies inspirierte Ela, mehr über Indiens Dörfer zu lernen. Während ihres Studiums nahm Ela an der ersten Volkszählung des unabhängigen Indiens teil. Sie sah die Not der Menschen und war fest entschlossen, ihnen zu helfen. Gandhi hat uns den Weg gewiesen. Das hatte man uns in der Schule und später an der Uni auch gelehrt. Glücklicherweise hatte mein Mann die gleichen Ansichten. Er gab mir Bücher zu lesen und erzählte mir von diesem Kampf. Wir diskutierten auch alles mit unseren Freunden. Und so glaube ich, dass Gandhis Gedanken und die Freiheit des Landes doch den Anstoß gaben. Nachdem Ela ihr Jurastudium beendet hatte, wurde ihr mitgeteilt, dass es illegal sei, in dem gleichen Distrikt zu praktizieren, für den ihr Vater als Richter zuständig war. Und so beschloss sie, sich der TLA, dem Verband der Textilarbeiter, beizutreten, Indiens ältestem Gewerkschaftsverband. Sie wusste, dass dies eine Möglichkeit war, den Armen zu helfen. Es dauerte nicht lange, bis sie sich vor Gericht für die Belange der Textilgewerkschaft einzusetzen begann. Auf diese Art entdeckte sie, dass es für Menschen, die andere Berufe ausübten, keine spezifische Gesetzgebung gab, die ihnen ihre Rechte garantierten. Als ich 1954 Mitglied wurde, begann ich für die Rechtsabteilung zu arbeiten. Dann aber bat man mich, für die Frauenabteilung zu arbeiten. Zu Gandhis Zeiten und später noch zur Unabhängigkeit
waren 50% der betroffenen Frauen, die in der Garnspinnerei und der Weberei arbeiteten. Ganz allmählich aber wurden wegen der Modernisierung der Textilindustrie neue Maschinen eingeführt. Die Bedienung dieser neuen Maschinen aber wurde nur den Männern beigebracht. Und so geschah es, dass Frauen ihre Arbeit verloren. Als Ila sich im Rahmen einer Konferenz in Israel aufhielt, begann sich in ihr der Gedanke herauszukristallisieren, eine Gewerkschaft zu gründen, die solchen Frauen helfen sollte. Ich glaube, dort war es, wo ich zum ersten Mal von einer Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft und Genossenschaft erfuhr, insbesondere für all die, die auf sich selbst gestellt waren. Und als ich davon sprach, die Frauen des informellen Sektors zu organisieren, die ich persönlich als Eigenständige bezeichne, freuten sich unsere politische Führung, die ebenso Anhänger Gandhis waren. Ich glaube aber nicht, dass sie damals begriffen, was es damit auf sich hatte und später für Auswirkungen haben würde. Mir aber gelang es, 1972 SEWA, S-E-W-A, zu gründen, eine Gewerkschaft, die einzig und allein für eigenständige Frauen war. Und so gründete ILA 1972 SEWA, die Self-Employed Workers Association, den Verband selbstständiger Arbeiterinnen und erste Gewerkschaft für unorganisierte weibliche Arbeitskräfte. Zu ihrem großen Erstaunen waren die Frauen von der Idee einer eigenen Gewerkschaft begeistert. Sie fragten mich, was das eigentlich wäre, eine Gewerkschaft. Ich sagte ihnen, dass wir uns alle zusammenschließen würden und dass ich dafür ihr Engagement benötigte. Sie fragten, was sie tun sollten. Ich sagte, dass sie einen Mitgliedsbeitrag bezahlen müssten. Sie fragten, wie viel. Und als ich sagte, 3 Rupien, holte jede von ihnen sofort 3 Rupien aus ihrer Bluse heraus und gaben sie mir. Ich war eigentlich sehr beeindruckt von der Art, wie großzügig sie mit ihrem Geld umgingen. Wir gingen zum Registrar, um uns als Gewerkschaft eintragen zu lassen. Der Registrar aber sagte, wie kann es denn eine Gewerkschaft geben, wenn es kein Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt? Gegen wen wollen Sie denn eigentlich kämpfen und wofür wollen Sie kämpfen? Nun, wir sagten, da haben Sie schon recht, dass es schwer ist, einen einzigen Arbeitgeber zu nennen. In diesem Fall ist es eine ganze Gruppe von Ausbeutern, gegen die wir für unsere Rechte zu kämpfen haben. Aufgabe einer Gewerkschaft ist es nicht allein zu kämpfen, sondern insbesondere auch die Solidarität ihrer Mitglieder untereinander zu fördern. SEWAs Ziel ist es, den Frauen Arbeit zu beschaffen, sie eigenständig zu machen und dadurch zu ermächtigen. SEWA befasst sich auf integrierte Art mit der Entwicklung der Gesellschaft. Sie veranstalten Schulungen für Gesundheits- und Kinderfürsorge, Sauberkeit, Hygiene und anderes. Ziel ist es, die Frauen und auf indirekte Art auch deren Familien in die Gesellschaft einzugliedern und ihnen in der Gesellschaft zur Anerkennung zu verhelfen. 2/3 der SEWA-Mitglieder kommen aus den ländlichen Gebieten. SEWA ist in den 11 Bezirken des Bundesstaates Gujarat tätig. Aber weil SEWA nicht nur ökonomisches Wachstum wichtig ist, befasst es sich mit den individuellen Problemen einer jeden Region und bemüht sich zuerst auf lokaler Ebene Lösungen zu finden, bevor sie für diese Frauen berufliche Erwerbsmöglichkeiten schafft. In gewissen Bezirken, wo es kein Trinkwasser gibt, verbringen die Frauen den größten Teil des Tages damit, Wasser aus weit entfernten Gebieten heranzuschaffen. Das lässt ihnen keine Zeit für andere Tätigkeiten. SEWA versuchte zuerst, das Wasserproblem durch den Bau von Wehren und Teichen zu lindern, um dann erst die Frauen zur Aufnahme von Tätigkeiten, mit denen sie sich Geld verdienen konnten, zu bewegen. SEWA führt Erwerbsmöglichkeiten wie das Anlegen von Gärtnereien, Stickereien, Milchwirtschaft, Wasserkonservierung und so weiter ein. SEWA stellt seinen Mitgliedern das notwendige Rohmaterial zur Verfügung und hilft den Kunsthandwerkern, moderne Muster zu entwickeln und zu übernehmen. Dieser Verband hilft auch bei der Vermarktung dieser Produkte im In- wie Ausland. Als diese Frauen begannen, zu uns zu kommen und über ihre Probleme zu sprechen, so entdeckten wir, dass diese Probleme grundsätzlich von zweierlei Art waren. Zum einen der Mangel an Kapital und Besitz.
Ein Gemüsehändler zum Beispiel, der sich am Morgen 100 Rupien borgte, musste am Abend 110 Rupien zurückzahlen. Und ein Schneider hatte keine eigene Nähmaschine. Auf diese Art war auch ihr Verdienst sehr gering. Ein großer Teil ihrer Einnahmen musste zum Zurückzahlen von Krediten verwendet werden. Nachdem sich der Wirkungsbereich von Seva ständig erweiterte, wurde es notwendig, für diese Frauen im öffentlichen Sektor eine Bank für ihre Ersparnisse zu finden, die ihnen auch Kredite gewähren würde. Die meisten der Frauen konnten weder lesen noch schreiben und hatten keine Ahnung von Bankprozeduren. Sie verwechselten gelegentlich auch den Namen der Bank und gingen zu einer anderen. Sie hatten auch das Gefühl, dass man sie nicht wie andere gleichberechtigte Kunden behandelte und von den Angestellten beleidigt wurden. Diese Frauen diskutierten ihre Probleme und beschlossen, eine eigene Bank zu gründen, wo sie mit Respekt behandelt wurden. Innerhalb von 6 Monaten gelang es ihnen, das dazu nötige Eigenkapital von 100.000 Rupien zusammenzubringen, und sie begaben sich mit ihrer Bitte zu den Behörden, was aber gar nicht einfach war. Wir hatten jede Menge Probleme, unsere Bank registrieren zu lassen. Die erste Frage, die man uns immer stellte, war, wie eine Frau, die nicht einmal ihren eigenen Namen schreiben konnte, fähig sein würde, mit einem Konto umzugehen. Nun, wir brachten das Argument an, dass diese Frauen zwar nicht schreiben konnten, aber geschäftlich sehr aktiv waren und unbedingt die Leistungen einer Bank benötigten. Wir sagten, dass man anstelle einer Unterschrift doch auch ein Foto verwenden könne oder einen Fingerabdruck. Nun, heute nennt man uns deshalb nach wie vor die Daumenabdruckbank. Eine andere Leistung, finanzielle Leistung, die wir anbieten, ist eine Versicherung, die Krankheit deckt, medizinische Ausgaben, den natürlichen Tod, den Verlust des Ehemannes, Diebstahl und Schwangerschaft. Ila erkannte, wie wichtig eine solche Art von Versicherung war, als sie 1973 Augenzeuge von Kankuranas schrecklichem Unfall wurde, einer Frau, die einen Karren zog. Ila kämpfte 9 Jahre lang vor Gericht, bis Kankurana endlich ihre Entschädigung erhielt. Inspiriert durch Ilas Tätigkeit startete Michelle Walsh, eine Investitionsmaklerin aus den USA, die Women's World Banking, um Frauen in allen Teilen der Welt bei der Aufnahme von Krediten zu helfen. 1977 wurde Ila für ihre Arbeit der begehrte Magsaysay-Preis verliehen. Sie verwendete die $20.000 dieses Preises zur Gründung der Mahila Seva Stiftung. Diese Stiftung unterstützt Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen für kürzere Zeit nicht mehr arbeiten können. 1981 begann es in Ilas Beziehungen zu TLA zu kriseln. Die Dinge eskalierten wegen einer Reihe von Differenzen und Ila sah sich gezwungen, zusammen mit ihrer Seva diesen Verband zu verlassen. Zum ersten Mal begriff sie die Furcht der Unterprivilegierten. Ich sagte ihnen unmissverständlich meine Meinung, was ganz offensichtlich nicht sehr diplomatisch war. Ich konnte mich aber einfach nicht länger beherrschen. Und plötzlich wurde ich in den Augen der Arbeiterklasse zur Heldin. Und bei der Mittelschicht war ich ein Gegenstand des Hasses. Das ging so weit, dass man mein Haus sogar mit Steinen bewarf. Nun, das war halt der Preis, den ich zu zahlen hatte und den ich auch bereit war zu zahlen. Wir befanden uns damals in einer sehr kritischen Lage. Als erstes befahl man uns, das Gebäude zu räumen. Wie konnte unsere Bank aber ohne Gebäude weiter funktionieren?
Die Unterstützung aber, die wir damals von unserer Organisation und unseren Angestellten erhielten, war einfach fantastisch. Sie sagten nur, macht euch keine Sorgen, wir gehen mit der Bank unter einen Baum. Nachdem Seva sich nun nicht mehr unter dem Dachverband der TLA befand, erkannte Ila, dass es nicht ausreichte, nur Gewerkschaft zu sein. Was gebraucht wurde, waren Genossenschaften, die die Menschen in die Lage versetzten, verhandeln zu können. Und so kam es zur Gründung von über 70 Genossenschaften in den verschiedensten Gebieten wie Milchproduktion, Näherei, Räucherstäbchenherstellung und Biedeherstellung und Kunsthandwerk. Das Einmalige an Elas Arbeitsweise ist, dass sie sich zunächst eingehend mit der Lebensweise der werktätigen Frauen und ihren Problemen befasst, bevor sie dann gemeinsam mit ihnen nach Lösungen sucht. Sevas Methode, Lösungen auf unterster Ebene zu finden, hatte Erfolg. Seva hat heute über 300.000 weibliche Mitglieder. Seva hat uns schon immer geholfen, in allem, was wir brauchten. Sogar weil wir finanzielle Probleme hatten, hat uns Seva geholfen und Kredite zur Verfügung gestellt. Wir sind bei Ihnen sogar versichert und erhalten billige medizinische Hilfe. Seva hat uns sogar Kredite für Hochzeitsausgaben und auch andere Sachen gegeben, was Sie heute genauso tun. Sevas zentraler Glaube ist, dass in jedem Menschen ein großes Potenzial schlummert, welches nur geweckt und unter der richtigen Anleitung genutzt werden muss, um den Horizont dieser Menschen zu erweitern. Dieser Glaube führte zur Gründung der Seva Akademie. Ila erkannte die große Bedeutung des Videos und lud die in New York lebende Martha Stewart ein, die Frauen von Seva in Videokommunikation auszubilden. Das, was mir an Ila am meisten gefällt, ist ihr großer Weitblick. Sie blickt mindestens 20 Jahre voraus. Das Besondere an ihr ist, dass sie zwar auf Makroebene denkt, wir aber auch mit dem kleinsten Problem zu ihr kommen können. Sie hört uns immer zu und gibt uns Ratschläge oder weist uns den Weg. Seva ist augenblicklich der größte offizielle Gewerkschaftsverband dieses Landes. Er hat mehr als 320.000 Mitglieder. Er ist in Gujarat auf dem Lande über 9 Distrikte verteilt zu finden. Inzwischen ist er auch in 5 oder 6 indischen Bundesstaaten vertreten. Er ist sogar inzwischen nach Afrika gezogen, wo er sich Sevu nennt. Auch in Istanbul gibt es Seva und es wird ihn sogar bald auch schon in Simbabwe geben und in Jemen. Dabei geht es aber nicht nur um die Zahl der Mitglieder, sondern wichtig ist vor allem, dass sich all die Frauen zusammenschließen, die auf sich selbst gestellt sind, Gelegenheitsarbeiterinnen sind oder in Sektoren arbeiten, in denen sie nicht geschützt sind. Sie alle können sich zu Verbänden zusammenschließen, zu einer Art von Organisation, die für ihr Land am passendsten ist. Hauptaufgabe von Seva aber ist nach wie vor, den Frauen Arbeit zu beschaffen. Was mich persönlich am stärksten beunruhigt, ist die große Armut. Und ganz gleich, welchen großen Fortschritt unser Land auch machen wird, die Armut wird dabei immer ein Hindernis sein. Armut muss unbedingt beseitigt werden. In einem Land wie dem unseren ist das Volk, insbesondere auf dem Land, zwar ungebildet, besitzt aber ein großes Potenzial, was auch der Grund ist, weshalb es überhaupt überleben kann. Diese Tatsache muss endlich Anerkennung finden. Wir müssen uns bemühen, sie zu vereinigen, sie zusammenzuführen und sie auf dem Weg zum Fortschritt zu führen, ihnen die Wunder der Technik zu zeigen, sie mit neuen Geräten ausrüsten. Wir müssen uns um sie kümmern, wir müssen sie unterstützen und anspornen.
und sie zu einem unserer größten Schätze machen. Erst dann wird uns niemand mehr für dumm verkaufen können. Nach 25 Jahren ist Ela nun zwar von ihrem Posten als SEWA-Generalsekretärin zurückgetreten, unterstützt diese Bewegung aber nach wie vor mit Rat und Tat. Kahiye je peed parah.